Da wäre nochmal ein Portal. Okay, also da ist nochmal ein Portal. Ah, ich muss doch da hoch. Aber wie mache ich das? Ich komme ja da nicht rüber. Ich muss hier hoch. Weil da ist nämlich nochmal ein Portal hinter einer Wand. Und ich weiß auch nicht, wie ich das da oben aktivieren soll. Mit dem Hammer wird das wahrscheinlich nicht gehen. Hm. Okay, gute Frage, Leute. Gute Frage. Dann gehen wir einfach mal ein Stückchen nach unten. Nee, da geht's auch nicht weiter. Es geht also von hier nicht weiter. Ich glaube, selbst mit meinem Tornado-Stab werde ich nicht weiterkommen. Nee, keine Chance. Ich kann ja mit dem Tornado-Stab nur nach oben. Ich kann ja nicht mit dem fliegen. Moment, kann ich vielleicht irgendwas mit dem... Nee, mit dem Enterhaken kann ich ja auch nichts machen. Oder? Wollen wir es mal ausprobieren? Ich nehme jetzt einfach mal den Enterhaken. Und weiß nicht, was ich damit machen soll. Komme ich vielleicht von so darüber? Wenn ich das von dieser Seite mache? Gibt es da drüben einen Punkt, den ich anvisieren kann? Nö. Hä? Jetzt bin ich echt überfragt, Leute. Jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich echt überfragt. Ach, komm schon, als ob. Wieso? Wieso verletzt mich denn immer irgendwas? Ja, klar. Habe ich mein Schild ausgefahren und dennoch bringt es mir nichts. Ja, macht natürlich Sinn. Nicht. So, bam, stirb. Hä? Gute Frage, nächste Frage. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss ja hier in der Wüste irgendwas bewerkstelligen können, oder? Sonst wäre ich ja nicht hier. Weil sonst würde das Ganze ja hier völlig planlos sein. Moment, komme ich von... Ne, von da oben schaffe ich das auch nicht. Von da oben schaffe ich das nicht, oder? Nö. Da komme ich keinen einzigen Zentimeter weiter. Gar nichts. Und da ist eine Höhle. Ja gut, dann gehen wir zurück nach Lorule und versuchen unser Glück einfach von dort aus. Ich weiß, es dauert jetzt ein bisschen länger, Leute, bis wir auf die Lösungen kommen. Aber irgendwann werden wir es sicherlich schaffen. Irgendwann kommt unser Zeitpunkt. Aber da komme ich nicht hoch. Ich müsste ja eigentlich nur darüber. Aber wie mache ich das? Wie zum Teufel komme ich über die Brücken? Vor allem mit diesen komischen Bestien da im Wasser wird es auch nicht besser. Es wird einfach nicht besser, oh mein Gott. Nein, ich muss da irgendwie hoch. Aber wie soll ich das anstellen? Ich komme ja nicht über die Brücke. Nee, keine Chance, keine Chance. Da kann ich machen, was ich will. Kann ich mich vielleicht an dem Gitter irgendwie rüberziehen oder so? Weil ansonsten bin ich jetzt echt überfragt, was ich hier in der Wüste eigentlich soll. Darüber komme ich auch nicht. Wäre schön gewesen, wenn ich vielleicht von dieser Welt hierhin hätte können, aber geht auch nicht. Aber die Portale müssen mir doch irgendwas bringen. Es muss mir irgendwas bringen. Weil hier gibt es eine Brücke, die gibt es ja in der anderen Welt nicht. Aber so komme ich da nicht rüber. So ein Huhn wäre jetzt gut. Wenn ich so ein Huhn hätte, wäre das super. Was ist eigentlich mit, wenn ich den Knopf drücke? Ah, okay, da kann ich die andere Karte machen. Okay, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Nee, aber dann werden wir hier nicht weiterkommen. Definitiv nicht. Weil ich muss ganz nach oben. Und ich muss aber irgendwie von Hyrule hin, weil von hier kann ich es vergessen. Da komme ich nicht rüber. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Methoden und so wenig Ahnung. Es läuft nicht gut, Leute. Es läuft definitiv nicht gut. Moment, Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich ja ganz am Ende. Oh, ihr nervt mich, ihr blöden Vögel. Aber hier komme ich nicht rüber. Ich müsste da hoch. Irgendwie muss es doch da einen Ausweg geben. Oder auch wenn es hier oben ist, wäre mir eigentlich relativ egal. Okay, dann werden wir uns jetzt mal bimmeln. Während die uns hier alle verfolgen. Ich will nach Kakariko. Wieso haben wir eigentlich keinen Wetterhahn hier aktiviert? Gibt's hier keinen oder haben wir den nicht gefunden? Aber ich glaube, es gibt da keinen. So, dann werden wir es jetzt einfach mal von hier aus versuchen. Indem wir jetzt einfach da runterlaufen. Also quasi von hinten in Richtung der Wüste. Ob das natürlich was bringt, ja, sei mal dahingestellt. In den verlorenen Wäldern gibt es ja zum Beispiel auch noch ein Portal. Das könnten wir ja auch benutzen, wenn wir in die verlorenen Wälder zurückkehren.
Ja, müsste ich eigentlich, glaube ich. Müsste ich, irgendwann zumindest. Ich möchte jetzt aber gern eigentlich erst die Wüste machen. Das wäre halt toll. Das wäre halt toll, wenn wir die Wüste als erstes machen würden. Und jetzt muss ich da nur irgendwie hochkommen. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Nein! Ja gut, wobei ich glaube, dass die hier nicht einen über den Tisch ziehen, so. Wie es die anderen machen. Und hier gibt es halt deutlich mehr Herzen als in Law Rule. Krass. Willkommen beim Hühnerhagel. Früher war das hier ein Streichelzoo, aber heutzutage verlangen die Leute mehr Action. Deshalb kannst du jetzt hier im ewigen Kampf antreten. Mensch gegen Huhn. Süße Hühner, gnadenlose Action. Wer könnte da schon widerstehen? Klingt doof. Satz mit X und so. Aber ich bin jederzeit wieder frisch geölten Hühnern für dich da. Soll ich mich ernsthaft mit Hühnern schlagen? Hm. Bisschen Tierquälerei, oder? Also sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, was die hier Entwickler sich dabei gedacht haben, aber okay. Okay, meinetwegen. Aber wir kommen von hinten nicht in die Wüste, Leute. Wir kommen da von hinten nicht rein. Sprich also, wir haben das gleiche Problem wie eben. Oh, als ob. Wie bin ich denn jetzt da nochmal hingekommen? Hier? Ja gut, ansonsten, wenn wir in Law Rule sind, können wir uns ja sowieso dahin fliegen lassen. Moment, Moment. Hier ist ein anderer Weg. Bringt mir das was? Nein, bringt mir nichts. Okay. Gut, Sumpf des Bösen. Dann wollen wir mal dahin. Mal schauen, wer jetzt kommt. Nur der Besen. Okay, ja gut. Die komische Hexe wurde ja eingesperrt. Von Yuga in einem Gemälde, deswegen kommt die auch nicht mehr. Und das hat übrigens auch dann mal endlich unsere Frage beantwortet. Warum die denn nicht mehr aufkreuzt. Aber wie geht's hier weiter? Ich bin gerade so planlos. Ich weiß nicht, was ich hier tun kann. Ich weiß auch nicht mal, wo ich hin soll. Wir müssen irgendwie den Sand beeinflussen. Aber wie soll ich das machen? Ich habe ja weder ein Item noch sonst irgendwas. Ich habe ja gar nichts. Das Einzige, was ich habe, wären halt Feuerstäbe. Feuerstab, Eisstab. Sowas hätte ich. Aber ansonsten, mit was ich den Sand beeinflussen kann... Fehlanzeige. Fehlanzeige. Und so wie es aussieht, gibt mir auch hier niemand so ein Item, was ich hier brauchen könnte. Also zumindest hier auf dem offenen Feld. In einem Dungeon natürlich klar. Aber so im offenen Feld auf keinen Fall. Weil da kommt doch jetzt keiner vorbei und sagt, hey Dan! Hi, wie wär's? Möchtest du ein Item umsonst haben? Und ich sage natürlich, klar, Dude. Ist ja logisch. So, kann ich vielleicht so irgendwas machen? Nee, auch nicht. Ich kann damit echt gar nichts anstellen. Ich muss doch nur irgendwie da hochkommen. Selbst wenn es nur in dieses Portal ist, es wäre mir eigentlich egal. Weil da komme ich auch nicht hoch. Wieso ist da auch gerade die blöde Kante? Hey, das nervt mich vielleicht. So, und so komme ich nur dahin. Und weiter geht's nicht nach oben. Aber es muss doch da irgendeinen Trick geben. Irgendwas muss es doch zu geben. Irgendwas müssen wir doch tun können. Ja klar, komm, greift mich von beiden Seiten an, ihr feigen Hühner. Ja, ihr seid echt feige. Wenn ihr mich von beiden Seiten angreift, definitiv. Aber das da oben, das macht mich ein bisschen stutzig. Das macht mich echt stutzig. Irgendwas muss es doch da zu tun geben. Aber was nur? Was nur? Ja gut, mit den Bomben können wir nichts anstellen, oder? Wollen wir es mal versuchen? Legen wir einfach mal hier eine Bombe hin, dann werden wir gleich sehen, ob irgendwas passiert. Nö, passiert natürlich gar nichts. Ich bräuchte halt so ein Item, mit dem ich nach oben komme. Aktiviere damit entfernte Schalter, sammle Rubine und betäube Feinde. Aber gut, es geht nur nach oben. Hm. Greife Gegner mit einer Flammensäule an, aber verbrenne dich nicht selbst. Schwinge ihn, um alles Mögliche einzufrieren. Ich hab zwar Items, aber ich habe nicht genug. Und hier gibt es kein Wetter an. Also das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu meinem Haus und vielleicht mit Ravio rede, vielleicht hat ja der irgendwas, was mir helfen könnte, dann müsste ich ja wieder in Law Rule wieder hier rein. Hm. Ich weiß nicht, was ich tun kann, Leute. Aber mir fällt auch nichts mehr ein. Ich werde das, glaube ich, jetzt machen. Weil ansonsten, ja, komme ich hier nicht weiter. Und ansonsten streifen wir noch zwei Parts dumm umher und suchen einfach den Weg der Lösung. Aber wie einfach mein Haus umgestaltet hat, geht's dem noch gut? Geht's noch? So, herzlich willkommen, kleiner Held. Hast du schon mal die Schnellauswahl probiert, von der ich dir letztens erzählt habe? Ja, habe ich gemacht. Vorbildlich, vor kurzem habe ich übrigens noch etwas Interessantes über die Schnellauswahl erfahren.
Und zwar geht es um den kleinen Pfeil unten im Bildschirm. Du kannst den Pfeil nach links und nach rechts verschieben. Sieh mal auf den unteren Bildschirm. Aha! Cool. Siehst du, wie sich der hellblaue Rahmen verändert? Er bestimmt, welche Items in der Schnellauswahl auftauchen. Es ist zum Beispiel praktisch, nur die am häufigsten verwendeten Items in die Schnellauswahl mit aufzunehmen. Um das zu tun, bewege den Pfeil nach rechts, so wird die Schnellauswahl noch schneller. Ich habe meinen Pfeil übrigens immer genau in der Mitte. Probier aus, was dir am besten liegt. Gut, du hast es hinter dir. Mehr wollte ich dir gar nicht sagen. Hast du verstanden? Ja, habe ich. Dann bin ich beruhigt. Probiere den Pfeil so bald wie möglich aus. Gut. Ravi hat natürlich auch keine Ahnung, was wir tun könnten. Dann heißt es, ein anderes Gebiet erforschen, würde ich mal sagen, oder? Ein anderes Gebiet muss dann her. Okay. Ja gut, welches nehmen wir denn? Ja, ist ja gut jetzt. Als ob. Willst du mal sterben? Danke. So, ich switch jetzt einfach mal kurz auf die Karte. Ah, nein, 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 nein. Ich wollte es doch gar nicht. So. Oh, jetzt habe ich den Bogen drauf. Ey, als ob. Als ob. So, jetzt aber. Jetzt aber. Ich wollte es eigentlich nur schnell switchen, wo denn hier noch was verborgen ist. Aber hier. Also da in der Mitte ist auf jeden Fall was verborgen. Moment. Aha, hier könnten wir aber übrigens rein, oder? Mit der Bombe müsste das doch eigentlich funktionieren. Tatsächlich. Für irgendwas müssen die Bomben ja auch mal gut sein, Leute. Hui, wer bist denn du? Mama, Mama, nennt man... Was? Mama? Mai Mai. Ach, Mama Mai Mai nennt man mich. Und einfach ist mein Leben nicht. Denn nicht umsonst heiße ich Mama. Ich hüte deine... 100 Schar. Welch Unglück mich... Was? Boah Gott, die reimt so blöd. Welch Unglück mir hier widerfuhr. Mein Fleisch und Blut die ganze Tour verschwunden ist ganz ohne Spur. 1000 Tränen muss ich weinen um meine 100 süßen Kleinen. Oh, kleiner Mann mit großem Herz, beende Mama Mai Mai Schmerz. 1000 Dank, oh großer Held, linderst das, was mich gequält. Und eines werd ich nun gewahr. Knabenhaft erscheinst du zwar, doch was kommt, wird wunderbar. Hier, nimm diese Karte an. Mit ihr kommst du ganz schnell voran. Ah, okay, okay. Ist das dann sowas wie in Breath of the Wild, oder? Die Karte zeigt dir, wo sie sind. Ganz ungefähr an jedes Kind. Die Mai Mai Karte soll dich leiten und dir zum Glück den Weg bereiten. Um die Mai Mai Schar dir anzusehen, drückst du ihr Touchscreen-Emblem. Okay, cool. Boah, so sieht das Ganze aus. Okay, in den Gebieten sind also... Zahlen wirst du darauf sehen, die allmählich runtergehen, wenn du Mai Mais kannst erspähen. Verstehst du nun, oh kleiner Mann, wie dir die Karte helfen kann? Dann zögere nicht, du großer Finder. Such mir die verschwundenen Kinder. Spitz die Ohren, lausch dem Wein von den vielen armen Kleinen. Dankeschön, endlich. Oh mein Gott, ich dachte schon, es geht jetzt noch länger. Aber wir haben's hinter uns, Leute. Wir haben's hinter uns. Okay. Ach, ist es das Weinen? Moment, Moment, Moment. Was ist denn das hier? Aha. Du hast ein verwirrtes Mai Mai gefunden. Bringe es zu Mama Mai Mai. Cool. Also sind die in der Wand? Immer? Oder war das jetzt hier nur absoluter Zufall? Hm. Keine Ahnung. Okay, wie auch immer. Ich wollte mir eigentlich den Ausgang hier anschauen. Den Ausgang, beziehungsweise das Portal. Das ist direkt in der Mitte. Also das heißt, wir werden da wieder hinschwimmen müssen. Nämlich da vorne, oder? Nee, nee, Moment, wir müssen von der anderen Richtung. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, von wo wir eigentlich hingehen müssen, aber ich glaube von hier. So, Moment, Moment, bam. Gleich mal töten. Gar nicht erst dazukommen lassen, hier irgendwas zu machen. Nein, 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 wir müssen in die andere Richtung. Andere Richtung! So, perfekt, perfekt, so. Einfach, glaube ich, von dieser Seite. Von dieser Seite, und da ist ein Mai Mai. Schon wieder eins. WTF? Ja, perfekt. Du hast ein verwirrtes Mai Mai gefunden. Perfekt, perfekt, perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann müsste sich hier ein Portal befinden. Aber wo? Wir sind nämlich direkt in der Mitte. Moment, ist da nochmal eins? Nein, ist es nicht. Okay, Moment, ich schaue mir das jetzt nochmal an. Zoom mal ein bisschen ran. Okay, das Portal müsste direkt hier sein, aber da ist keins.
Hm. Ja, und jetzt? Und jetzt, Dudes? Ich habe gedacht, vielleicht geht es ja von hier, aber das geht nicht. Ich habe mich getäuscht. Und jetzt haben wir wirklich hier so viel Zeit verschwendet. Nur, dass es nicht funktioniert. Als ob, und dann trifft er mich auch noch. Ja, klar, logisch. Logisch, wieso denn auch nicht? Aber hier wird auch geweint, nur ich weiß nicht, wo es herkommt. Bin ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber Leute, ich würde sagen, damit soll es das gewesen sein. Ich informiere mich jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Bis dahin natürlich alles Gute, meine Freunde. Und ciao.